willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute meine abendliche Gesichtspflegeroutine. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich mein Gesicht morgens reinige, denn ja, da gibt es einen Unterschied, dann verlinke ich euch meine Daily Routine morgens mal hier oben. Dann könnt ihr da draufklicken und sehen, welche Produkte ich morgens verwende. Das Abschminken ist am Abend wirklich das A und O der Gesichtspflege. Wenn ihr eure Haut nicht richtig reinigt, kann sie keine Pflege aufnehmen, sich über Nacht nicht regenerieren, eure Poren bleiben verstopft, ihr bekommt Hautunreinheiten und all das wollen wir natürlich nicht. Ich schminke immer zuerst meine Augen ab und gebe einfach ein bisschen was von dem Augen-Make-up-Entferner auf ein Wattepad und fahre mir dann von innen nach außen über meine Augen. Man kann auch die Wattepads mal so ein bisschen drauf liegen lassen, um das Ganze einwirken zu lassen. Und das Gute an dem ist, dass der speziell für wasserfeste Mascara geeignet ist. Das heißt, ihr müsst nicht mehr 100 Jahre über eure Augen rubbeln, bis die total wehtun, sondern das Ganze geht viel schneller. Wenn meine Augen abgeschminkt sind, möchte ich natürlich auch noch das restliche Make-up entfernen. Und das mache ich mit einem Waschgel. Das heißt, ich feuchte mein Gesicht einfach an und trage anschließend das Waschgel auf. Und nachdem ich es gut einmassiert habe, wasche ich es mit lauwarmem Wasser wieder ab. Und dann sind Puder, Concealer, Blush und Make-up definitiv verschwunden. Das Waschgel kann allerdings den natürlichen Säureschutzmantel der Haut ein bisschen angreifen. Und um den wieder aufzubauen, benutze ich dann noch ein bisschen Gesichtswasser. Das gebe ich einfach auf ein Wattepad und fahre mir damit über Gesicht, Hals und Dekolleté. Das erfrischt erstmal so richtig und holt auch nochmal so ein bisschen den letzten Rest Make-up aus euren Poren raus. Und jetzt ist meine Haut perfekt vorbereitet für jegliche Pflege. Ich trage abends dann immer eine spezielle Nachtpflege auf, damit sich meine Haut über Nacht richtig gut erholen kann. Und ich finde, die riecht super angenehm und fühlt sich auch so schön reichhaltig an. Also hat man richtig das Gefühl, dass da jetzt über Nacht was passieren kann. Und das war meine abendliche Gesichtspflegeroutine. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und vielleicht der ein oder andere nützliche Tipp dabei war. Wenn ihr jetzt gerne wissen wollt, wie ihr euch unter der Dusche richtig abschminken könnt und gleichzeitig noch ein bisschen Zeit spart, verlinke ich euch hier unten mal ein Video. Und falls ihr was zum Thema richtiger Sonnenschutz sucht, dann zeige ich euch hier unten ein bisschen was dazu. Ich wünsche euch viel Spaß, freue mich, wenn ihr dort vorbeischaut und dann sehen wir uns ja vielleicht auch das nächste Mal wieder. Bis dann! Tschüss!